Hey Leute und willkommen im Filmclub. Heute geht es mit einer Kritik weiter zum heiß ersehnten Abschluss der Panem-Reihe und zwar Mockingjay Teil 2, in dem Katniss Everdeen nun endlich ins Kapitol reist, um President Snow zu töten und damit die Revolution ein für alle Mal gewinnen kann. Der Film kommt mit einem ordentlichen Budget von 250 Millionen Dollar daher und das sieht man in jeder einzelnen Sekunde, denn die Optik ist grandios, die Settings sind so lebensecht und realitätsnah, dass man meinen könnte, man befände sich hier im Hier und Jetzt. Aber es ist ja in der nahen Zukunft und so gelingt diese Transferleistung, dass man die Situationen, die eigentlich Science Fiction sind, in die politischen Situationen könnte man auch durchaus auf unsere heutige Sicht übertragen. Die Musik muss ich hier auch nochmal hervorheben, die geht unter die Haut. Wir haben die ganzen Themen, die wir aus den vorigen Teilen kennen, nochmal anders interpretiert. Wie auch in den vorigen Filmen ist der Anfang hier perfekt gelungen. Wir werden reingeworfen in die Handlung, man weiß aber nach 3 Minuten wieder, wo man ist, weil es genau richtig erzählt wird und das wünscht man sich hier im ganzen Film. Dazu komme ich aber später noch. Jeder Zuschauer weiß sofort wieder, wo er ist und es schafft einfach sofort die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu gewinnen. Ja, jetzt gehen wir nach Panem. Und dann muss ich auf jeden Fall noch die politischen Analyseaspekte hervorheben. Denn dafür ist Panem ja bekannt. Die Bücher sind einfach grandios, was das angeht. Die ersten beiden Filme haben das toll umgesetzt und auch sogar noch Aspekte hinzugefügt. Im dritten Teil hat mir das ja so ein bisschen gefehlt. Da war es einfach nur die grandiose Vorlage, die da politische Analyseaspekte hingelegt hat. Hier ist es leider auch nur etwas einseitig, also nur das, was das Buch liefert, aber trotzdem ist das, was das Buch liefert, auch hier in den Dialogen gut umgesetzt worden. Die Szene im Gewächshaus kann man 1:1 auf die Geschehen übertragen und auch die Dialoge, die Katniss mit Peter teilweise führt, die sind wirklich so auf die Politik zu übertragen und man kann da diese Transferleistung einfach perfekt ziehen, gerade mit diesen ganzen aktuellen Terrorgeschichten, Paris und so und die eigentlichen Interessen von Politikern, ist das hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Insicht der Politik. Jedoch muss man sagen, dass wieder beim Drehbuch sehr viele Schwächen sind. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass der Film in 2 Teile geteilt wurde oder ob der Drehbuchautor einfach nur unfähig ist. Ich weiß es nicht. Das Drehbuch ist sehr schlecht reduziert worden. Wir haben hier wirklich jede Situation aus dem Buch 1:1 kopiert und man merkt einfach, wie überladen dieser Film von Situationen ist. Man konnte sich nicht für die wirklich wichtigen und essentiellen Situationen entscheiden und man kapiert auch nicht, dass jede Situation, die im Buch mega spannend war, im Film überhaupt keine Wirkung hat, weil im Buch ist alles aus Katniss Sicht erklärt und man sieht die ganze Zeit die inneren Monologe von Katniss vor seinen Augen, aber im Film kann man das so nicht machen, zumindest da sie das ja aus einer neutralen Sicht hier gefilmt haben, kann man das nicht so machen, weil wir keine Voice-Over von Katniss haben und viele Szenen einfach nur so dahingestellt wirken und dann einfach immer so Schnitte kommen, so zack, 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 zack und viele Szenen sind dann einfach nur so dahingestellt und man weiß nicht so richtig, was man mit denen anfangen soll, weil man einfach nur so 1:1 Buch zum Film übertragen hat. Durch das Teilen des Buchs hat man auch noch die Symbolik des Buchs komplett kaputt gemacht, dass sozusagen in jedem Buch eine neue und noch krassere Form der Hungerspiele auftritt. Im ersten Buch die ganz normalen Hungerspiele, wie sie vorgestellt werden. Im zweiten Buch dann nur noch die Hungerspiele mit den Siegern, mit den bisherigen Siegern. Und im dritten Teil dann die Hungerspiele in Anführungsstrichen im Kapitol. Also es steigert sich immer weiter hinein. Und das hat man dadurch, dass man im dritten Teil so eine richtige Flaute hat, komplett zerstört. Das größte Problem meiner Meinung nach ist einfach, dass Danny Strong, der Drehbuchautor, keine Ideen gehabt hat. Er hat die Struktur von Gary Ross übernommen, dass man sozusagen die Außensicht nimmt und nicht aus Katniss Sicht erzählt. Nur ist das Problem, dass Danny Strong keine neuen Ideen hinzugefügt hat. Gary Ross hat es dann immer so mit Außensicht, Innensicht gewechselt und hat dann gezeigt, wie die Spielemacher per Knopfdruck Leute töten können. Das macht Danny Strong überhaupt nicht. Er hätte zum Beispiel so viele Möglichkeiten gehabt, während dieser symbolischen Hungerspiele, Spielemacher zu zeigen, wie sie da per Knopfdruck sozusagen alle Fäden in der Hand haben. Das gelingt ihm aber überhaupt nicht, weil er einfach nur an diesem Skript, an dem Buch dranbleiben will und trotzdem die Sicht von dem ersten Teil übernimmt. Und deshalb verfängt sich dieser Film so ein bisschen, weil Danny Strong überhaupt keine Ideen hat, sondern einfach nur nach Schema F gehen will. Und das wirkt dann für den Zuschauer auf der Leinwand etwas langweilig, wenn keine neuen Ideen hinzukommen. Das hört sich jetzt alles so an, als würde ich diesen Film mega schlecht finden, aber das ist es überhaupt gar nicht. Die positiven Argumente überwiegen auf jeden Fall. Die politischen Analyseaspekte sind genial, auch wenn sie hier alle aus dem Buch genommen sind und keine neuen hinzugefügt wurden, hätte das Potenzial zum Meisterwerk gehabt. Meiner Meinung nach ist von den Büchern das dritte Buch das beste und ausdrucksstärkste. So hat man aber leider hier viel Potenzial verschwendet.
Ich habe auch noch keinen Zweiteiler gesehen, der so ein Buch in zwei Teile geteilt hat, der es wirklich richtig gut gemacht hat. Hier liegt es auf jeden Fall am Drehbuchautor. Ich gebe 7 von 10 Punkten. Es ist ein würdiger Abschluss, wenn auch leider nicht ganz so gut, wie ich mir erhofft hätte. Wie gesagt, Potenzial zum Meisterwerk. Ihr könnt ihn euch aber gerne im Kino angucken. Das 3D ist aber wirklich unnötig. Habt ihr die Möglichkeit, 2D zuschauen, dann guckt es doch in 2D. Wenn euch diese Review gefallen hat, die jetzt etwas länger war, aber ich habe mich sehr genau mit dem Film beschäftigt und es war mir einfach wirklich wichtig, mich in der Materie mit diesem Film zu beschäftigen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen oder euch ein weiteres Video der Panem-Trilogie angucken, die hier hoffentlich verlinkt sind. Das war's jetzt mit dem Panem Special. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten weiteren Kritik. Ich glaube, die Extra Time ist gestern rausgekommen und ich hoffe, wir sehen uns in einer nächsten Kritik hier im Filmclub. Ciao.